gewählt ist mit 132 Stimmen, Herr Oggi. 9. Dezember 1987. Der vorläufige Höhepunkt in der Karriere des Adolf Oggi. 9 Jahre nach dem Eintritt in die SVP wird er in den Bundesrat gewählt. Ich erkläre Annahme der Wahl. Der Allmächtige möge mir beistehen. Startschuss zum unaufhaltsamen Aufstieg von Dölf Oggi sind die Olympischen Winterspiele 1972 in Sapporo. Mit Oggi an der Spitze des Skiverbandes holen die Schweizer mehrere Goldmedaillen. Ein Mann des Sports ohne Hochschulabschluss. Viele rümpfen vor seiner Wahl in den Bundesrat die Nase. Ich stehe zu der Tatsache, dass ich in Kandersteg in die Primarschule gegangen bin. Das weiß nun jedermann. Aber ich habe es gleichwohl geschafft und ich glaube, auch der Bundesrat sollte Spiegelbild dessen sein, was das Volk ist. Und das Volk ist nicht nur Akademiker. Dölf Oggi am Kochherd. Er bringt einen unkonventionellen Stil in den Bundesrat. Zum Beispiel mit seiner Energiesparkampagne Bravo. Energiesparen beim Eierkochen. Die NEAT ist Adolf Oggis größter Erfolg als Verkehrs- und Energieminister. April 94. Die erste Sprengung für den neuen Lötschberg-Eisenbahntunnel. Die Freude des Urner Landammannes Hans-Rudi Stalder über die gewonnene Alpeninitiative ist gleichzeitig die bitterste Niederlage für Bundesrat Oggi, der im Abstimmungskampf wenig staatsmännisch agiert. Ihr müsst ja gar nichts sagen, Turner. Wir wollen euch alles zahlen. Straßen. Straßen zu 100%. Nea zu 100% wird zahlt. Wir wollen ja eure Situation verbessern. Doch Oggi lernt schnell. 1992 wird er erstmals zum Bundespräsidenten gewählt. Bei der Feier gibt sich der Magistrat locker und weltoffen. Das ist der Bundeskanzler, Guschbein. Das ist der Maubert. Ja, ja. Wir können nicht in der Isolation leben. Nach Europa gibt es verschiedene Wege. Europa verändert sich auch tagtäglich. Wir dürfen jetzt nicht in Resignation machen. Wir müssen es jetzt abpacken. Packen wir es miteinander an. Adolf Oggi aus Kandersteg beherrscht den Tanz auf dem internationalen Politparkett wie kein Bundesrat vor ihm. Hier mit François Mitterrand in Interlaken. Staatsvisite bei Jiang Zemin in Peking. Danke, dass Sie mich empfangen. Hey. Im Gespräch mit Tony Blair und beim Gedankenaustausch mit Bill Clinton. Oggi ist ganz Staatsmann, selbst beim Wandern mit Intimfreund Kofi Annan in den Berner Alpen. Adolf Oggi, der PR-Mann, der viel zum Ansehen der Schweiz im Ausland beiträgt, wie hier vor der UNO-Vollversammlung in New York, wo er als erster Schweizer eine Rede hält. La Suisse partage les mêmes valeurs que les Nations Unies. Der Papstbesuch in diesem Frühling hinterlässt bei Oggi einen tiefen Eindruck. Es war für mich eine außerordentliche Ehre. Als gläubiger Protestant habe ich das hoch eingeschätzt. Ich darf sagen, das ist ein oder der Höhepunkt in meinem politischen Leben. 1995. Oggi übernimmt das Militärdepartement. Seinem Leitmotiv der Öffnung der Schweiz bleibt er auch bei der Armee treu. Er entsendet Friedenstruppen nach Bosnien und in den Kosovo und erntet dafür internationale Anerkennung. Auch in der Schweiz gibt er der Armee neue Aufgaben. Soldaten bewachen Botschaften, beschützen Asylunterkünfte und sind bei Katastrophen, wie in diesen Tagen im Wallis, im Einsatz. Die lauteste Kritik, insbesondere gegen Schweizer Soldaten im Ausland, kommt ausgerechnet von der eigenen Partei. Vor allem vom aunsnahen Zürcher Flügel der SVP um Oggis langjährigen Intimfeind Christoph Blocher. Oggis Parteiaustritt wird öffentlich gefordert. Auf die Frage, ob der Oggi aus der SVP austrete, sollst du, lieber Uli, gesagt haben, wo will denn der Oggi sonst hin? Auf Trab gehalten wird Adolf Oggi nicht nur von der eigenen Partei. Im August 1999 fliegt die Affäre Belasi auf. Oggi zieht Konsequenzen. Nachrichtenchef Peter Regli muss den Hut nehmen und der Bundesrat verspricht mehr Transparenz. Glasnost im Pentagon, wenn Sie so wollen.
Und dann kam die wohl schmerzvollste Niederlage für Sportminister Oggi. Er kämpfte gegen den Widerstand vieler für Sion 2006 und verlor. Torino. Trotz allem. Adolf Oggis schwierigstes Jahr 1999 endet positiv. Mit einem Glanzresultat wird er zum zweiten Mal zum Bundespräsidenten gewählt. Und bei der Millenniumsansprache ist Adolf Oggi der Dölf-Oggi, den viele Schweizerinnen und Schweizer lieben. Ich wünsche Ihnen Glück und Erfolg auf dem Weg ins 21. Jahrhundert. Diesen Weg gehen wir gemeinsam. Dankbar, zuversichtlich, selbstbewusst.